Wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist morgen um 7:30 Uhr. Und in einer halben Stunde geht es los. Und jetzt muss ich da nur noch schnell meinen Kollegen wecken, der vermutlich noch pennt. Da innen ist er nicht. Da innen ist er. Jetzt ist er wach. Ja, der ist noch ein bisschen zerstörter als ich. Da ist er! You're looking good, man. What time is it? 7:30. Fuck. You still have plenty of time. So, ich hab's geschafft. Der Typ ist wach. I wanna sleep. That's what we do in America, we sleep. Ja, es ist halt ein bisschen spät geworden gestern. Aber jetzt sind wir mehr oder weniger parat und jetzt gehen wir zum Volcano-Hike hier auf den San Pedro-Vulkan. Gerade hier am Lago Atitlan. Und ich glaube, wir müssen zuerst noch etwas essen. You're hungry? Ja, yeah, let's get some food. So, wir sind jetzt im Tuk-Tuk. Wir fahren jetzt. Tuk-Tuk. Das ist unser Guide. Und wir fahren jetzt hoffentlich bis ganz rauf. Weil er mag überhaupt nicht. Er mag nicht. Er mag das. Gell? Ja. So, wir sind jetzt also am Vulkan San Pedro am Erklimmen. Saumässig streng. Wir hätten nicht sollen trinken gestern. Und unser Guide, verdammte Hure, verdammtes Tempo. Aber ist gut. Geht ja nur 3 Stunden. Und der Johnny ist auch irgendwo da hinten. Er kommt jetzt noch mal vor. Ich glaube, ihm geht es noch ein bisschen schlechter als mir. You good, Johnny? Good. Yeah, you're looking good. Thank you. Too much drinky yesterday. Ja, no. Hast du. So, der Nikolas und ich sind jetzt traffic. Ah ja. Auf dem Mirador, also auf dem Aussichtspunkt angekommen. Wir warten jetzt noch ein bisschen auf Johnny. Wie immer. Immer auf die Amerikaner warten, ist unglaublich. Aber ich weiss, ich sage es oft und ich weiss, ich möchte es mega gerne nachher. Aber schau dich mal die Aussicht an. Richtig schön. Da quält sich der Berg auf. Es tut so, als wäre es nicht streng. Aber wenn er oben ist, geht das Gejammer wieder los. Es ist so streng. Ich muss ein kleines Dürfchen. Das ist eine bad idea. Schöne Aussicht, ne? Wenn der nicht wäre, der Omi da. Der da. How's it going, Johnny? Well, you know. Little walk in the park. On a beautiful Friday. This is bullshit. I'm tired as hell. You're like, you. That didn't go out well. Yeah! Oh, shit. Oh, that's cool. Bueno. Yo, bye. Oh, shit. I know what time it is now. Vamonos! Yeah! So, wir sind jetzt auf 2600 Meter. Es fehlen noch 400. Der Gipfel ist auf 3020 Meter. Und gestartet sind wir auf 1500. Das heisst, wir haben schon 1100 Meter zurückgelegt. Wie ist das Spaß? Er ist 64 und er geht jeden Tag da rauf. Er kann noch lachen. He's still laughing. Oh, you too. Don't even sweat. Okay.
So, wir sind hier oben angekommen. Also, der Johnny kommt gleich. Und rate mal, was jetzt kommt. Genau, zieht euch das mal rein. Richtig, richtig, richtig schön von da. Haben wir eine geile Aussicht über den ganzen See. Da mit den anderen Vulkanen. Einfach traumhaft. Und jetzt gibt es einen Gipfelwein. So, es ist Zeit für einen Gipfelwein. Gipfelwein. Ja, Gipfelwein. Wie geht's? Wir haben jetzt hier. Komm, was sie Getzel Deka. Das ist zu laut im Katschel. Getzel. Ja. Getzel Deka. Das nehmen wir jetzt um. Wir haben hier noch leckere, also ich hoffe, leckere Pizza von gestern. Oh, wow. Pretty bad. It's pretty bad. Lo tienes que hacer. Sí. Yo le. Hola. So, wir haben es geschafft. Wir sind hier wieder angekommen. How did you like the hike? It was actually worth it. I'm a little tired now. Das sind wir auf sicher. Und jetzt gehen wir vermutlich ein Bierli. We gotta drink a beer now, right? We need to drink many beers now. Many beers, ja, und etwas zu essen. Das Coole ist aber, es ist erst Mittag, also es ist etwa 1 oder so. Von dem her haben wir jetzt eine ganze Tag Zeit zum Bier trinken. So, wir sind zurück in Town und wir sind jetzt da gerade noch etwas Geiles am Essen. Es ist eine Art Cordon Bleu. Das sieht richtig gut aus. Johnny Heads, what do you got here? Calabre chicken, pollo a la plancha, se dice aquí. Papas fritas, poquito de arroz, guacamole, tortillas. Guacamole. So, wir sind wieder zurück. Wir sind wieder am gleichen Ort wie gestern. Wieder am Bier trinken natürlich. Und der Johnny ist jetzt am das Tattoo am machen. Und darum ist er jetzt nicht da. Und jetzt ist da, glaube ich, fährt jetzt ein Pub-Quiz an. Und ja, mal schauen, das machen wir jetzt vermutlich. Mal schauen, was uns erwartet. Und dann ja, wird es vermutlich etwa gleich rauskommen wie gestern. Ja, ein bisschen Party und so. Aber nicht allzu lang. Ja, ich sage nicht. Mal schauen, wie es rauskommt. My name is Jay. This is a boozy Pub-Quiz. I'm going to curse a lot. I'm sorry. We will go through the rules very, very shortly. All right. Can I please have the answer sheets as well? And the music background. So, wir sind jetzt aus dem Quiz und ich glaube, wir gewinnen nicht. Nur eine Vermutung von mir, kann sich noch ändern, aber ich glaube es nicht. Du hast kleine Pause angesagt, jetzt im Quiz-Pub und jetzt nach der Johnny besuchen, ob der, mal schauen, ob der noch lebt. Ich hoffe, es tut so richtig weh. Ah! You're such a pussy, man! Ah! Un segundo, me das un segundo. Shit! That one hurt. You walked in at the wrong time. I've been taking. ¿Cómo voy? Bien, ¿ya? Yeah? Bien. You're screaming like a pussy. I heard you outside, man. Horrible timing. ¿Alguien puede cerrar la puerta? Disculpen que los chingue. Así. No, no chinga. Es mi cuate de Suiza. Suiza. Es sueco. ¿Es sueco? ¿Qué es no, Suiza, Suiza. No. No es Suecia. Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Gestern habe ich das Video nicht mehr beendet. Aus Gründen. Halt. Weil wir einfach da sind. Darum macht es jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut das nächste Mal wieder rein. Daumen gegen oben nicht vergessen. Ciao, ciao.